Begegnung. Verständnis. Sich kennenlernen. Toleranz. Offenheit. Authentisch sein. Etwas zu geben oder etwas beizutragen. Im Ausland war, dass man erstmal zuhören muss. Weil ich kam nach Rumänien, ohne ein Wort Rumänisch zu sprechen. Und ich habe 3 Monate lang einfach nur zugehört. Und dann habe ich angefangen, die Sprache zu verstehen. Und dann habe ich auch angefangen zu verstehen, wie die Menschen leben. Nicht agieren und gleich machen, sondern erstmal hinhören. Den anderen zu Wort kommen lassen. Aber sich dabei halt selber bewusst sein, wo man steht. Auf persönlicher Ebene braucht man einfach eine persönliche Offenheit. Einfach auch nicht in seinem starren Bild irgendwie zu verharren, sondern dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt ein Mensch und ich bin offen gegenüber. Wenn er auf mich zukommt, dann lehne ich das nicht ab. Und solange ich nicht verstehe, wie mein Gegenüber tickt, dann kann ich auch nicht verstehen, warum er wie handelt. Ich glaube, es tut jedem mal gut, mit einem Muslim wirklich zu sprechen, sich mit dem zu unterhalten, über den Glauben auszutauschen. Und ich glaube, es tut auch jedem mal gut, vielleicht mal eine Moschee zu besuchen, zu sehen, so was sind die Unterschiede. Und dann eben auch mal zu sagen, wollt ihr mal mit uns in eine katholische Kirche gehen? Also so dieser Austausch, ich glaube, das wäre ganz wichtig. Offenheit, also dass ne, jeder offen damit umgeht und offen auch für Neues ist, also das finde ich, wenn man sofort so eine Gegenhaltung hat, also dann funktioniert das ja auch nicht. Von Martin Luther kommt ja der Ausspruch, man soll das Maul aufmachen. Und das würde ich mir auch von den Christen wünschen, dass sie einfach mit ihrer christlichen Überzeugung und den ganzen Riten und Feiern, die wir haben, sich mehr in den Fokus der Öffentlichkeit stellen und sagen, das ist unsere religiöse Praxis, das ist unser Christentum. Und wir wollen auch die Muslime sehen in Deutschland, dass sie ihre Religion in der Öffentlichkeit ausleben. Und dann auch deutlich machen, wir haben gar kein Problem damit. Wir möchten gerne, dass Religion einen Raum bekommt in der Gesellschaft. Weil ich glaube, dass die Leute, die die Debatte vorantreiben oder anheizen, gegen die Muslime in Deutschland selber gar kein religiöses Zeugnis abliefern. Punkt 1, der Grund ist, wir bleiben Mensch. Du bist Christen, du bist Muslim, du bist was, aber wir sind Mensch. Und wir müssen miteinander leben, normal leben. Dein Glauben gefällt mir oder gefällt mir nicht, das geht mich nicht an, weißt du? Und ich finde das gut. Wenn wir wollen etwas diskutieren miteinander, das geht, das ist nicht schlimm. Aber auch, wir sind Menschen und wir müssen miteinander leben. Was wir brauchen, ist, denke ich, nicht nur solche Tagungen, die mit dem Titel christlich-islamischer oder interreligiöser Dialog und so weiter betitelt werden, wo dann eben auf intellektuellem, akademischem Niveau sich darüber ausgetauscht wird und danach gehen alle zufrieden nach Hause, weil sie denken, jetzt haben wir gut geschwätzt, sondern dass man das auch wirklich mal in der vollen Praxis an sich ranlässt und da auch sich vor Herausforderungen und Schwierigkeiten nicht scheut, dass man da wirklich dann auch mal in einen Bereich außerhalb seiner Komfortzone kommt, weil da eigentlich erst auch wirklich Lernen stattfindet.